Willkommen bei unserem Magazin. Sie wollten das jüdische Volk ein für allemal aus der Rolle des ewigen Opfers befreien. Jüdische Spezialeinheiten und Partisanengruppen, für die es 1945 nur eine Antwort auf das Grauen des Holocaust gab. Rache. Ihr erklärtes Ziel, die Deutschen, das Volk der Täter, sollten bestraft werden für all das, was sie den Juden angetan hatten. Über 50 Jahre blieb dieses Kapitel der Nachkriegsgeschichte weitgehend unbekannt. Doch mit Hilfe ehemaliger Kommandomitglieder gelang es schließlich dem israelischen Filmemacher Dan Seddon, die Details der jüdischen Vergeltungsaktionen zu rekonstruieren. Die Männer, die sich selbst Rächer nannten, erzählen in seinem Film über ihre Jagd auf SS- und Gestapo-Angehörige, über improvisierte Gerichtsverhandlungen und geheime Exekutionen mitten in Deutschland. Mai 1945. Deutschland ist besiegt und befreit. Der Zweite Weltkrieg zu Ende, 12 Jahre Nazi-Herrschaft vorbei. Die Welt atmet auf in der Hoffnung auf Freiheit und Frieden. Was vom tausendjährigen Reich übrig blieb, wird unter den Siegermächten aufgeteilt. Noch steht die genaue Zahl der in den Konzentrationslagern ermordeten Juden nicht fest. Wenige Monate später wird man wissen, dass es 6 Millionen waren, die von den Nazis umgebracht wurden. Ein mit industriellen Mitteln durchgeführter, systematischer und millionenfacher Mord an einem ganzen Volk. Und auch jene, die überlebt haben, haben eigentlich alles verloren. Ihre Existenz, ihren Lebensinhalt, ihre Würde. Für viele Menschen, die erst jetzt richtig sahen, was ihnen angetan wurde, war der Krieg noch nicht vorbei. Für sie ging er weiter. Bis wir gerecht haben, so sagten sie, was unsere Familien erleiden mussten, wird der Krieg nicht zu Ende sein. Wir wollten Rache. Gemäß der Bitte all jener Millionen, die sie vernichtet hatten, der Juden, die in den Synagogen mit ihrem eigenen Blut auf die Wände geschrieben hatten. Juden, vergeltet. Überall, wo wir hinkamen, in den Synagogen und anderswo, waren diese Inschriften auf den Wänden. Wir wurden ermordet, rächt uns, gedenkt unser. Diese Rufe nach Rache waren mit Blut geschrieben, wahrhaftig mit Blut. Und die meisten von uns waren überzeugt davon, dass wir nur überlebt hatten, um Rache zu üben. Wir fragten uns, wofür haben wir überlebt? Unsere Familien waren nicht mehr da. Jeder war für sich allein. Und wofür lebte man noch, wenn nicht, um die Bitte derjenigen auszuführen, die in den Tod gegangen waren? Wofür dann? Rückblick. Während des gesamten Krieges melden sich junge Juden in Palästina freiwillig zur britischen Armee. Gleichzeitig werden die Briten bedrängt, eine eigenständige jüdische Einheit aufzustellen. Eine Bitte, der die Generäle nach langem Zögern nachgeben. Erst am 20. September 1944 formiert sich unter jüdischem Kommando und hebräischer Fahne die sogenannte Jüdische Brigade. Im November 1944 kommt die Brigade als Teil der 8. britischen Armee in Italien zum Einsatz. Entlang des Flusses Senio kämpft sie gegen eine deutsche Fallschirmjägerdivision. Es gibt Tote und Verwundete. Hunderte der Soldaten erhalten später Auszeichnungen für ihren Einsatz. Die Brigadisten wissen von der Verfolgung der Juden in Europa. Sie alle haben dort Verwandte. Und sie alle betrachten sich als Abgesandte des jüdischen Volkes, die für die Rettung ihrer Brüder und Schwestern auf der anderen Seite kämpfen müssen. Im Mai 1945 erreicht die Brigade Norditalien und bezieht Stellung in Tarvisio, im Dreiländereck zwischen Italien, Jugoslawien und Österreich. Hier treffen die Soldaten mit dem Davidsstern am Ärmel erstmals auf Mitglieder der sogenannten Deutschen Abteilung, einer Einheit aus deutschsprachigen jüdischen Freiwilligen aus Palästina. Sie alle hoffen auf ihre Entsendung nach Deutschland als Teil der deutschen Besatzungsarmee, so wie es ihnen Churchill zugesagt hat. Doch die Geschichte hat ihnen eine andere Aufgabe zugedacht. Jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa kommen in Scharen über die Grenzen bei Tarvisio. Und die Präsenz der Brigade in dieser Region stellt sich als entscheidend heraus für ihr weiteres Überleben.
Unter den Augen der Briten organisieren die Brigadisten eine illegale Masseneinwanderung nach Palästina. Die Operation läuft unter dem Decknamen The Escape, die Flucht. Die Angehörigen der Brigade begeben sich auf die Suche nach ihren Verwandten. Einige fahren bis nach Polen, andere in die befreiten Konzentrationslager Mauthausen, Ebensee und Bergen-Belsen. Was sie dort sehen, wird sie ihr Leben lang nicht mehr loslassen, werden sie nie wieder vergessen können. When you learn that your family, your nearest, wenn Sie erfahren, dass Ihre Familie, Ihre nächsten Angehörigen, Ihre Mutter von den Deutschen ermordet wurde, ganz offiziell, nicht von irgendeinem Deutschen, der einfach ein Verbrecher ist, sondern von der deutschen Nation, dem deutschen Staat, der deutschen Armee. Wenn das so ist, dann wollen sie Rache üben an der gesamten deutschen Nation, an der gesamten deutschen Armee. Ich meine, nach 50 Jahren ist das Gefühl natürlich weniger stark, wegen der Zeit, die vergangen ist, und weil sich vielleicht die Natur des deutschen Volkes seitdem erheblich verändert hat. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch sehr präsent. Wenn ich einem deutschen Soldaten begegnete, wusste ich, dass er vielleicht meine Mutter ermordet hatte. Es war also nur natürlich, dass ich ihn töten wollte. Ich gebe es zu. Und ich schäme mich dessen nicht. So it was quite natural that I wanted to kill him. I admit it and I'm not ashamed of it. Nach der Rückkehr in ihre Stellungen wollen viele der Soldaten diese Verbrechen nicht länger ungesühnt lassen. Die Deutschen sollen bestraft werden für das, was sie den Juden angetan haben. Unter höchster Geheimhaltung gründet eine kleine Gruppe von Soldaten eine neue Organisation. Ihre Aufgabe die Jagd auf versteckte Nazis und deren Liquidierung. Eine Rachekampagne im Namen der ermordeten Juden. Die Gruppe nimmt Kontakte zum amerikanischen Militärgeheimdienst sowie zum britischen Geheimdienst auf und sammelt Informationen über Kriegsverbrecher. Von den Alliierten erhalten die jüdischen Soldaten Listen mit den Namen von SS-Offizieren. Die Leute der Brigade bzw. Leute, die Verbindung zur Brigade hatten, kamen in unsere Gegend. Wir standen in Kontakt mit ihnen. Ich glaube, ein Teil der Listen wurde ihnen von der amerikanischen Seite zugänglich gemacht. Diese Listen waren kein großes Geheimnis. Fast jeder Agent war im Besitz einer solchen Liste. Die Schwierigkeit war eher, die aufgeführten Leute aufzufinden. Viele von ihnen wussten, dass ihr Leben in Gefahr war. Und wir waren vollkommen überlastet. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass Informationen an Leute weitergegeben wurden, die alles daran setzten, die schlimmsten dieser Typen zu finden. Im Juni 1945 erfahren die Soldaten von einem Gebäude auf der österreichischen Seite der Grenze. Das Haus soll der Gestapo als Verwaltungsstelle gedient haben. Man macht sich auf den Weg dorthin. Wir nahmen uns die Besitzer des Hauses vor und verhörten sie. Die Frau erzählte uns, ohne eine Spur von Scham, dass sie während des Krieges für die Beschlagnahmung von Eigentum österreichischer und italienischer Juden verantwortlich war. Wir entschieden, sie zu liquidieren. Da sagte ihr Mann: Meine Herren, ich bin bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, alles zu tun, was Sie verlangen. Wir wollen nur leben. Und er sagte: Ich weiß bestimmte Dinge und ich kenne jede Menge Leute. Ich bin bereit, eine Liste mit Namen anzufertigen. Das war genau das, wonach wir suchten. Ich sagte zu ihm: Okay, wir kommen morgen früh und dann werden wir ja sehen, was sie zustande gebracht haben. Er fertigte eine minutiös getippte Liste mit 30 Namen an, lauter Nazis, mit genauer Angabe ihrer einstigen Aufgaben und Funktionen, inklusive Geburtsdatum und Studienort. Wir hatten nicht geglaubt, dass jemand in der Lage sein würde, so etwas zusammenzustellen. Wir beschlossen, einige der Namen an den Geheimdienst der Brigade, unsere Bosse, weiterzugeben. Um die wichtigeren unter ihnen, die großen Fische,
wollten wir uns selbst kümmern. Die Vorgehensweise ist einfach und immer gleich. Nach Einbruch der Dunkelheit begibt sich eine Gruppe der Rächer an ihr Ziel. Als Militärpolizei getarnt, fordern die Soldaten den Verdächtigen dann auf, sie zu einem Verhör zu begleiten. Es sind Verhöre, von denen die Abgeführten niemals zurückkehren werden. Die Initiatoren und Kommandanten dieser Einheiten sind Israel Karmi, verantwortlich für die Beschaffung von Informationen, später Oberst der israelischen Verteidigungsarmee. Meir Soria, Organisator und Vollstrecker, später wird er Generalmajor der israelischen Armee. Chaim Laskov, verantwortlich für Logistik und Planung, später einmal Generalstabschef der Armee. Und viele andere. Sie alle werden einmal wichtige Rollen in der Geschichte des Staates Israel spielen. Die Gruppe handelt unter strengster Geheimhaltung. Zu ihr gesellen sich Mitglieder der deutschen Abteilung, deren Sprachkenntnisse bei Einsätzen im österreichischen Raum sehr nützlich sind. Einer der Vollstrecker ist Zev Keren, ein späteres Mitglied des israelischen Geheimdienstes Mossad. Um die Wahrheit zu sagen, zu der Zeit waren wir alle bereit, die Deutschen zu vernichten. Das heißt, einfach den Spieß umzudrehen und ihnen das anzutun, was sie dem jüdischen Volk in Europa angetan hatten, wenn auch nicht auf die gleiche Art und Weise. Die Rächer nutzen die Vorteile ihrer Zugehörigkeit zur britischen Armee. Eine perfekte Tarnung, die ihnen annähernd unbegrenzte Bewegungsfreiheit und die Verwendung militärischer Fahrzeuge und Papiere garantiert. Die Liquidierungstrupps operieren in einem Radius von mehreren Kilometern rund um Tarvisio. Sie wählen entlegene Seen, Wälder und Flüsse für die Exekutionen und sie hinterlassen niemals Spuren. Wir hatten vor, ihn zu liquidieren. Dazu gingen wir in einen Wald an eine vorher ausgewählte Stelle. Ich war es dann, der ihn liquidierte. Es geschah durch Erwürgen. Als dieser Bursche in meinen Zangengriff geriet, das war sein Ende. Er atmete noch ein paar Mal, dann war er tot. Wir achteten immer darauf, dass keine Leichen im Wald gefunden werden konnten. Aus diesem Grund hatten wir immer Gewichte dabei, Stangen oder Ketten. Ich erhielt jeden Morgen eine Liste. Und jeden Abend rückten dann einige Einheiten von uns raus. Sie wussten jeweils nichts voneinander. Wir agierten wirklich wie eine Untergrundorganisation. Und jede der aufgelisteten Adressen stellte sich als Volltreffer heraus. Perfekte deutsche Ordnung. Jedes Exekutionskommando besteht aus einem Fahrer, einem deutschsprachigen Soldaten, Wachen und Vollstreckern. Ein perfekt eingespieltes Team, in dem jeder seine Rolle beherrscht. Wir waren absolut sicher, dass wir das Richtige taten. Und dass, wenn wir es nicht taten, während wir noch in Europa waren, es niemals getan werden würde. Trotzdem blieb das Gefühl, dass wir noch nicht genug Vergeltung geübt hatten. In den Wirren der Nachkriegszeit gelingt es vielen der ehemaligen Nazi-Verbrecher, sich unter ihre Opfer zu mischen. Unter die Masse der Gefangenen oder unter die Zivilbevölkerung. Jenen von ihnen, die entdeckt werden, drohen Lynchjustiz, Schnellgerichte und Hinrichtungen. Im Nachkriegseuropa werden neben den Rächerorganisationen auch einzelne Rächer aktiv. Sie suchen ihre früheren Folterer auf, liefern sie aus oder liquidieren sie. Trotzdem glauben viele der überlebenden Juden, dass es für das Volk der Täter noch immer zu viele Möglichkeiten gibt, der Gerechtigkeit zu entgehen. Auch Juden in Osteuropa teilen diese Auffassung. Einige liefern Nazis direkt an die Russen aus, die für ihr rasches und entschiedenes Justizsystem bekannt sind. Andere schließen sich dem NKWD, dem sowjetischen Geheimdienst, an, um persönlich Nazi-Verbrecher aufzuspüren und sich an Strafaktionen gegen Deutsche beteiligen zu können. Während des Krieges kämpften in den Wäldern Osteuropas Juden Seite an Seite mit örtlichen Partisanen gegen die Deutschen. Viele von ihnen müssen in dieser Zeit mit eigenen Augen zusehen, wie ihre Familien in den Tod gehen, erfahren Hunger und Erniedrigung. Aus diesen Partisanen, Ghetto-Kämpfern und Untergrundaktivisten konstituiert sich nach dem Krieg die größte und wichtigste Gruppe von Juden,
die im Namen ihres Volkes Rache üben wollen. Vor dem Krieg gehörten sie alle unterschiedlichen ideologischen Bewegungen an. Jetzt vereint sie das Vermächtnis der Opfer, das sie als eine Pflicht für die Überlebenden empfinden. Bessalel Michaeli ist einer von ihnen. Gemeinsam mit seinem Vater gelang es ihm, von einem Umschlagplatz für Judentransporte zu fliehen. Ich rannte zusammen mit meinem Vater von dem Umschlagplatz. Ich hielt seine Hand. Mein Vater war auf einem Fuß lahm vom Krieg und konnte nicht so schnell laufen. Ich zerrte ihn mit, bis wir den Wald erreichten. Als wir im Wald waren, sagte er, ich kann nicht mehr, ich bleibe hier. Du hast nun zwei Aufgaben, mein Sohn. Nach Israel zu gehen, in unser Land und zu vergelten. Das ist alles, was dir zu tun bleibt. Diese beiden Dinge musst du tun, wenn du überlebst. Du musst sie tun. Viele Partisanen der osteuropäischen Wälder, darunter auch Bessalel, finden sich am Ende des Jahres 1944 in Lublin ein, der ersten befreiten Stadt Polens. Einige von ihnen haben zu diesem Zeitpunkt schon Vergeltungsakte hinter sich, aus eigenem Antrieb. Sie alle finden Unterschlupf in der Lubliner Altstadt, Wyszynskiego-Straße 58. Die Gesinnungsgenossen teilen das wenige, was sie besitzen. In Lublin stießen wir auf Leute, die aus allen Ecken Russlands kamen. Wir trafen auf Paschas Gruppe, auf Lidowski und Bezalel, die aus Rovno kamen. Und je öfter wir uns sahen, stellten wir fest, dass uns allen das Gleiche im Kopf umherging. Innerlich weinte jeder, weil ihm alles genommen worden war. Die Familie, das Zuhause. Auf der anderen Seite traf jeder auf Juden, die mit ihm das gleiche Schicksal teilten. Und so gab es eine Art Solidarität des Schicksals zwischen uns allen. Diese Tage und Nächte waren damals erfüllt von tiefer Bedeutung, von Freundschaft und von bemerkenswerten Gesprächen. Gespräche über Ziele, das jüdische Volk und über das, was werden sollte. In dem Lubliner Altstadthaus werden Pläne für die Zukunft gemacht. Man gedenkt, in zwei Schritten vorzugehen. Der erste, die verbleibenden Juden in Europa sollen gesammelt und nach Palästina gebracht werden. Der zweite, Vergeltung. Wir hatten uns bereits in den Wäldern geschworen, dass wir diesen riesigen Friedhof Europa nicht einfach so verlassen werden. Nicht ohne eine Tat auszuführen, die den vorausgegangenen Taten angemessen sein würde. Eine Tat, von der die Welt hören und die sie schockieren würde. Wir wollten, dass unsere Vergeltung dem Ausmaß der Katastrophe, dem Ausmaß der Vernichtung entsprach, die die Deutschen den Juden angetan hatten. Es war der natürliche Preis, den der Mörder verdient hatte. Und der Mörder war für uns das gesamte deutsche Volk, nicht irgendein einzelner Deutscher. Wir sagten uns, wenn so etwas möglich war, dann kann es auch jederzeit wieder geschehen. Wenn es nicht irgendeine Form von Abschreckung gibt, eine Handlung, die den Deutschen und allen anderen eine Lehre verpasst. Die Lehre, dass man für alles, was geschieht, einen Preis zu zahlen hat. Ein kleiner Kreis von Juden schließt sich zu einer Untergrundbewegung zusammen. Ihr Kopf, Abba Kofner, Dichter und Partisanenkommandant aus Wilna, eine der markantesten Gestalten des jüdischen Widerstandes in Osteuropa. Bereits vor dem Krieg gehörte Kofner der linkszionistischen Bewegung an. Bei Kriegsende steht er der Vereinigten Partisanenorganisation FPO vor. Aus ihr soll nun die Fluchtorganisation Bricha hervorgehen. Sie wird Tausende von Juden ins gelobte Land bringen. Europa ist 1945 ein Kontinent von Flüchtlingen. Mit Leiterwagen und Koffern ziehen Millionen über die Straßen. Allein eine 250.000 heimatlos gewordener Juden wandert ziellos umher. Kofners Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Juden zu einer neuen, besseren Zukunft zu verhelfen. Zu einer Flucht nach Palästina. Die Umherirrenden sollen, so Kofner, ihre Wurzeln aus dem Boden des Holocaust herausreißen und sie im Land der Lebenden wieder einpflanzen können. Abbas Meinung war es, dass Juden nicht in Europa bleiben sollten. Niemand sollte an diesem Ort bleiben. Wir leiteten daher einen sehr großen Flüchtlingszug, eine Massenbewegung nach Bukarest. Und wir gaben ihr einen Namen, der Auszug aus Europa.
Doch noch steht Palästina unter britischem Mandat. Noch sind die Visa knapp. Und so macht sich Kovners Gruppe auf die Suche nach Fluchtwegen. Menschen ohne Familien und ohne Zuhause auf dem Weg in eine neue Heimat. Der Beginn der Massenemigration von Juden aus Europa nach Palästina. Er geschah unter Kovners Regie auf illegalen Wegen. Als wir Bukarest erreicht hatten, nahmen wir Kontakt zur jüdischen Brigade auf, die in Italien stationiert war. Und als wir feststellten, dass die Brigade bereits intensiv daran arbeitete, Juden auf illegalem Wege nach Israel zurückzubringen, sagten wir uns, dass wir in diesem Bereich unseren Part erfüllt hatten. Jetzt wollten wir uns auf die Vergeltung konzentrieren. In Bukarest widmet man sich nun dem geplanten Schritt 2 und entwickelt zwei verschiedene Pläne der Vergeltung. Plan A: Wasservorräte in mehreren deutschen Städten sollen vergiftet werden, um Hunderttausende zu töten. Plan B umfasst die Vergiftung von SS-Männern in den Kriegsgefangenenlagern der Alliierten. Unter Führung von Abba Kovner verlässt die Gruppe im Juni 1945 Bukarest und begibt sich nach Norditalien. Dorthin, wo die jüdische Brigade stationiert ist. Vermeintliche Gesinnungsgenossen, so glaubt man, denn auch sie wollen die Juden aus der Rolle der ewigen Opfer befreien. Inzwischen haben sich rund 60 Personen Kovner angeschlossen. Wir wollten ein Treffen zwischen den Soldaten Israels und den verbleibenden Kämpfern aus der Zeit der deutschen Besatzung. Wir suchten nach potenziellen Partnern für unsere Ideen. Die Zusammenkunft war sehr angenehm, sehr bewegend und unvergesslich. Die Partisanen erzählen der Brigade von ihren Kriegserfahrungen. Aber Kovner hält an diesem Tag eine ergreifende Rede, in der er vom Schicksal der europäischen Juden spricht und von den Pflichten jener, die überlebten. Seine Leute führen indessen geheime Gespräche mit den Anführern der Brigade, um deren Einstellung und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zu prüfen. Sie werden daraufhin mit Uniformen, Transportmitteln, Passierscheinen und Pistolen versorgt. Doch in einem Punkt gibt es keine Übereinstimmung. Es herrschte eine kaum zu beschreibende Begeisterung. Sie machten einen sehr, sehr guten Eindruck auf uns. Aber die Art der Vergeltung, die sie gewählt hatten, war nicht für alle von uns akzeptabel. Sie sagten, wir können nicht allein die Verantwortung für eine so grausame Tat übernehmen. Und es sei daher besser, die jüdische Gemeinde Palästinas und ihre Führer darüber zu informieren. Die in Kenntnis gesetzte Brigade empfiehlt Kovner, in Palästina um Unterstützung zu suchen. Dem fällt es schwer, in einem so kritischen Moment Europa zu verlassen. Aber auch er glaubt, es sei besser, aus einem breiten Konsens heraus zu handeln. Außerdem plant er, das notwendige Gift in Palästina zu besorgen. Im August 1945 schifft Kovner in der Uniform eines Brigadesoldaten nach Ägypten aus. Von dort gelangt er nach Tel Aviv. Die anderen Gruppenmitglieder verlassen Italien und begeben sich nach Frankreich. Während Abbas Abwesenheit übernimmt Pascha das Kommando und richtet in Paris ein neues Hauptquartier ein. Auch Pascha ist ein ehemaliger Kommunist und hat in den Wäldern Osteuropas mit den Partisanen gekämpft. Nach der Befreiung meldet er sich beim sowjetischen Geheimdienst in der Abteilung zur Aufspürung von Nazi-Kriegsverbrechern. Die neue Zentrale in Paris wird mit mehreren Leuten besetzt. Abbas Gefährtin Witka übernimmt in Paris die Rolle des Kuriers. Auch sie war Mitglied des Untergrundes in Vilna und kämpfte als Partisanin in den Wäldern. Im Wald war ich Kommandantin einer Patrouille. Es war sehr selten, dass Frauen gekämpft haben. Das hatte ich Abba zu verdanken, der sehr darauf achtete, dass auch Frauen an den Kämpfen teilnehmen konnten. Der Dritte im Bund, der in Krakau geborene Poldek. In Polen hatte er im Ghetto gekämpft, bevor er nach Auschwitz kam. Poldek überlebte als einer der wenigen den Todesmarsch aus dem Lager. Jetzt war er für die Finanzen der Gruppe zuständig. Er wird nach Italien geschickt. Dort handelt er auf dem Mailänder Schwarzgeldmarkt erfolgreich mit gefälschten Devisen und schickt das Geld an die Gruppe. Für Plan A, die geplante Vergiftung des Trinkwassers, steht Nürnberg, die Wiege des Nationalsozialismus, ganz oben auf der Liste.
Menachem, gebürtiger Litauer und Kommunist, wird hier Kommandant der örtlichen Zelle. Auch er war Mitglied des Untergrundes im Vilnaer Ghetto, hat mit den Partisanen gekämpft. Die zweite Stadt auf der Liste ist Hamburg, wo eine weitere Einheit eingesetzt wird, um Plan A vorzubereiten. In München wird die Kommandobasis eingerichtet. Von hier aus koordiniert ebenfalls ein ehemaliger Untergrundkämpfer und Partisan die Abstimmung zwischen den verschiedenen Einheiten in Deutschland und in Paris. Bessalel Michaeli, Paschas Assistent, ist Kommandant in München. Im Sommer 1945 werden erste Vorbereitungen für die Ausführung von Plan A getroffen. Das Trinkwassersystem ist in fast allen großen deutschen Städten das gleiche. Mithilfe von Brunnenanlagen wird Grundwasser abgepumpt und über Rohrleitungen zu den Wasserwerken geführt, wo es gefiltert wird. Von hier wird das gesäuberte Wasser dann in das Trinkwassernetz der Stadt eingespeist. Mitglieder der Gruppen in Hamburg und Nürnberg bewerben sich jeweils als Arbeiter in den örtlichen Wasserwerken. Mit Erfolg. In Nürnberg gelingt es Willeck, im zentralen Wasserwerk angestellt zu werden. Nach einigen Wochen erreicht er seine Versetzung in die Filterstation, im gesamten Leitungssystem der einzige Ort, an dem ein direkter Zugang zum Wasser möglich ist. Unter dem Kommando von Menachem bereiten die Mitglieder der Nürnberger Gruppe einen genauen Aktionsplan vor. Und warten auf das Gift aus Palästina. Das soll dann, so ihr Plan, in hoher Konzentration in die Becken eingeleitet werden, in die das Wasser nach dem Filtern fließt. Tödliches Wasser, das dann in Tausende von Haushalten gelangen würde. Das Gift, dessen sind sich alle bewusst, kann auch jene treffen, die das Hitler-Regime nicht unterstützt haben. Es würde unschuldige Opfer geben. Damit haben wir damals gerechnet. Aber die Idee war, Deutsche in Massen zu töten, so wie sie es mit uns getan hatten. Das gleiche töten. Man muss das aus der Perspektive, mit den Augen der damaligen Zeit sehen. Ich glaube nicht, dass man das auf heute übertragen kann. Ich glaube auch nicht, dass es richtig wäre, heute darüber zu diskutieren, insbesondere mit Leuten, die das nicht durchgemacht haben. Die Leute heute haben so etwas nicht durchgemacht. Und es ist schwierig, heute von Menschen zu fordern, sich in unsere Haut, in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Wenn Sie heute vor dem Fernseher sitzen und jemand erzählt Ihnen von so einer fürchterlichen Sache, dann denken Sie, was sind das für verrückte Leute? Was für eine Idee ist das? Sie widerspricht jedem liberalen Gefühl. Aber so dürfen Sie das nicht sehen. Sie müssen das mit den Augen der Menschen sehen, die dem Gas entgangen sind. Nach seiner Ankunft in Palästina im August 1945 trifft sich Kofner umgehend mit den Kommandanten der Haganah, der jüdischen Militärorganisation in Palästina, Vorläufer der israelischen Armee. Er weiht drei von ihnen in Plan A ein. Die reagieren entsetzt und lehnen den Plan ab. Von nun an erwähnt Kofner in Gesprächen nur noch die geplante Vergiftung von ehemaligen SS-Männern. Das Land befindet sich zu dieser Zeit in der schwierigen Aufbauphase. Kofners Pläne finden nicht die erwartete Beachtung. Und auch die Giftbeschaffung erweist sich als schwierig. Mehrere Wochen gehen ins Land ohne nennenswerte Ergebnisse. Unterdessen warten in Deutschland die anderen Gruppenmitglieder nur auf das Startsignal für Plan A, durch die bevorstehende Ausführung in einen permanenten Alarmzustand versetzt. Sie alle leben zu dieser Zeit im Untergrund und unter schwierigen materiellen Verhältnissen. Kofners Palästina-Aufenthalt verlängert sich unfreiwillig weit über den geplanten Zeitraum hinaus. Tote Zeit für die Wartenden im Land der Täter. Sie werden durch die Situation zur Passivität verdammt. Und das fällt ihnen nicht leicht. Tagtäglich begegnen sie auf den deutschen Straßen Menschen, welche die Mörder ihrer Familien sein könnten. Und mischen sich unauffällig unter jene, die sie eigentlich zu liquidieren wünschen. Nach einer gewissen Zeit begann es wirklich schwierig für uns zu werden, auf einer emotionalen Ebene schwierig. Der Tag, an dem die Vergeltung stattfinden sollte, wurde immer wieder verschoben. Es gab irgendwie kein richtiges, normales Leben mehr.
Und es war schwierig, ständig mit dem Gedanken an den Tod konfrontiert zu sein. Das alles war sehr destruktiv und man brauchte ungewöhnlich viel Kraft in dieser Zeit. Insbesondere da ja hinter diesen Leuten die Zeit in Ghettos und Konzentrationslagern lag, der Kampf als Partisanen und die Trennung von Eltern und Familien. Kovner gelingt es schließlich, in Palästina Kontakt zu Chaim Weizmann, dem weltbekannten Wissenschaftler und ersten Präsidenten des späteren Staates Israel, aufzunehmen. Weizmann vermittelt ihn an einen Chemiker, der sich bereit erklärt, ein hochkonzentriertes Gift für ihn herzustellen. Endlich, im Dezember 1945, bekommt Kovner das, was er will, die Giftsubstanz. Die Haganah stellt Kovner 4 ihrer Gesandten zur Seite, die als britische Soldaten getarnt mit ihm nach Europa reisen sollen. Moshe Eisen Barzilai, Mitglied der Haganah und Soldat der jüdischen Brigade, ist für alle verantwortlich. Ich verbrachte einige Tage mit ihnen in einem Keller und brachte ihnen bei, sich wie Soldaten der Brigade zu verhalten. Barzilai bringt den Männern nicht nur soldatisches Benehmen bei. Er beschafft ihnen auch falsche Soldatenpässe und Uniformen. Als am 14. Dezember 1945 das britische Schiff Champollion nach Toulon ausläuft, befindet sich unter den Hunderten von Soldaten an Deck auch Abba Kovner. Und in seinem Seesack das in Milchkonserven eingeschweißte Gift. Ein Moment, in dem der Dichter und Partisan aus Wilna seinem Ziel näher ist als je zuvor. Nur noch die Überfahrt trennt ihn von der lang ersehnten Vergeltung. Und die Fahrt verläuft zunächst ruhig und störungsfrei. Die Männer scheinen nicht weiter aufzufallen. Doch nach 3 Tagen, kurz bevor das Schiff in den Hafen von Toulon einlaufen soll, ändert sich das. Das Schiff hielt plötzlich an. Und über den Bordlautsprecher wurden 4 Namen von uns 5 aufgerufen. Die 4 sollten sich im Dienstraum melden. Ich rannte sofort hinunter und Abba Kovner gab mir einen Seesack und sagte, da ist das Gift drin. Sehen Sie zu, dass Sie es irgendwie loswerden. Am 16. Dezember erhält der Stab der Haganah ein Telegramm mit der Nachricht von der Verhaftung Kovners und 3 weiterer Männer. Zu diesem Zeitpunkt ist noch unklar, was mit dem Gift und dem Seesack geschehen ist. Eines jedoch geht deutlich aus dem Telegramm hervor. Die Verhaftung Kovners kann nicht zufällig zustande gekommen sein. Jemand musste sie verraten haben. Denn die Namen, die sie in ihren Dokumenten verwendeten, waren nur sehr, sehr wenigen Personen bekannt. Ich kannte sie, ein anderer Mann, der mir bei der Herstellung der Dokumente geholfen hatte, und vielleicht noch jemand von der Haganah. Dass er verhaftet wurde, das war nur ein weiterer Trick. Ich glaube bis heute, dass eine Verhaftung irgendein Trick der Haganah war. Aus Furcht vor einer Durchsuchung des Schiffes werfen die verbleibenden Männer den von Kovner zurückgelassenen Seesack ins Meer. 6 Monate Arbeit und Kampf um das Gift verlieren so, wenige Kilometer vor der südfranzösischen Küste, ihren Sinn. Kovner kommt gleich nach der Ankunft in Toulon in Haft. Später wird er von hier nach Alexandrien überführt und von dort zurück nach Palästina. Während der Haft gelingt es ihm noch, eine Nachricht an seine Kameraden in Paris abzusetzen. Es ist Heiligabend, als ein Soldat der Brigade, der Kovner auf dem Schiff kennengelernt hatte, die Kommandantur der Gruppe in Saint-Michel betritt. Ein denkwürdiger Tag. Er sagte uns, dass Abba verhaftet wurde und dass sie den Stoff ins Meer geworfen haben. Für uns war das der traurigste Tag seit 2000 Jahren. Und wir standen auf einmal vor einem schwerwiegenden Problem. Kovners Verhaftung schafft eine ausweglose Situation. Um Plan A durchführen zu können, muss nach einem neuen Gift gesucht werden. Nicht leicht unter den sich ständig verändernden Bedingungen der Nachkriegsmonate. Wir hatten einfach den richtigen Zeitpunkt verpasst. Und jetzt wurde es immer schwieriger zu handeln. Deutschland war voll von russischen, französischen, britischen und amerikanischen Soldaten. Und von Juden, die aus den Lagern befreit worden waren.
Wir hatten einfach den richtigen Moment verpasst. Es kam dann zu einer schweren Krise. Und ich meine damit eine wirklich ernsthafte Krise. Wir weinten und wir hörten auf, an uns zu glauben. Und dann sagten wir, es wäre wohl jetzt Zeit für Plan B. Dachau bei München. Das erste offizielle, im März 1933 von den Nazis errichtete Konzentrationslager, wird nun eines der Ziele für Plan B. Zu dieser Zeit dient es den Alliierten als Gefangenenlager für 30.000 Offiziere der SS. Die Gruppe der Rächer beschließt, in das Lager einzudringen und Informationen zu sammeln über Organisation, Tagesablauf und Lebensmittellieferungen für die Gefangenen. Zwei Mitglieder der Gruppe mit polnischer Identität lassen sich im Lager als Arbeiter anstellen. In Nürnberg befindet sich ein kleineres Lager mit etwa 15.000 SS-Leuten. Auch hier können zwei der Gruppe als Arbeiter eindringen. Ihren Kameraden draußen berichten sie über den Alltag im Lager. So weiß man bald, dass hier der größte Teil der angelieferten Lebensmittel aus Beständen der amerikanischen Armee stammt. Dabei gibt es nur eine Ausnahme: Brot. Das wird für das Lager in einer Bäckerei der Stadt hergestellt. Die Rächer beschließen, Leibke Distel in diese Bäckerei einzuschleusen. Auch Leibke stammt aus Wilna. Auch er kämpfte als Mitglied des Untergrundes im Ghetto. Bis er von den Deutschen gefasst wurde und in ein Konzentrationslager nach Estland kam. In Nürnberg geht Leibke zum örtlichen Arbeitsamt und meldet sich dort als Arbeitssuchender. Ich sagte ihm, ich bin Jude und ich möchte die Tradition meiner Eltern fortsetzen, die Bäcker waren. Daher möchte ich in dieser bestimmten Bäckerei arbeiten. Am nächsten Morgen tritt Leibke seine Stelle in der Bäckerei an. Es dauert mehrere Monate, bis er sich richtig eingearbeitet hat und die Gewohnheiten im Betrieb genau kennt. Er arbeitet im Schichtdienst und er arbeitet schwer. Doch die Unterstützung durch die Gruppe und der Gedanke an Plan B lässt ihn all das überstehen. Das Gift, so der Plan, soll mit Pinseln auf die fertigen Brotlaibe gestrichen werden, damit es sich nicht in der Hitze des Ofens zersetzen kann. Doch noch fehlt die tödliche Substanz. Dann hörten wir auf einmal von Ratner, einem Chemiker, der in Mailand war. Eines Tages erhielt ich dann von Pascha den Befehl, Ratner nach Paris zu schicken. Wir setzten ihn also in einen Zug, gaben ihm Papiere eines Brigadisten und schickten ihn nach Frankreich. Ratner besorgt in Paris mit Hilfe eines Freundes 2 Kilogramm Arsen in Rohform, das er für die Aktion erst noch zubereiten muss. Er richtet in der Wohnung der Kommandantur ein improvisiertes Labor ein und beginnt mit der Herstellung des Giftes. In Nürnberg laufen derweil die Vorbereitungen für den Tag X an. Es wird beschlossen, das Gift auf Schwarzbrote zu streichen. Das Ganze soll an einem Sonntag geschehen. Während der Woche erhielten auch die Amerikaner Schwarzbrot, wie die Gefangenen, aber sonntags immer nur Weißbrot. Das gab uns die Gewissheit, dass das Schwarzbrot nicht zu ihnen gelangen würde. Die Originalentwürfe zur Vergiftung der Brote. Sie schlüsseln Mengenberechnungen und die Verteilungsordnung im Lager auf. Ein penibel durchdachter Racheplan im Namen des jüdischen Volkes. Ein Datum für Plan B wird festgesetzt. Ostersonntag, der 13. April 1946. Doch 2 Tage vor der Aktion erfährt die in Dachau eingesetzte Gruppe, dass die Amerikaner Wind von dem Unternehmen bekommen haben. Sie brechen es daraufhin ab. Die Nürnberger jedoch sind bereit und beginnen zu handeln. Am Morgen kam ein Freund, Jaschik, zusammen mit mir zur Arbeit und ich nahm ihn mit ins Werk. Ich brachte ihn in den 3. Stock und versteckte ihn in einem dieser hohen Körbe, die eigentlich für das Brot vorgesehen sind. Nach einigen Stunden kam ein weiterer Freund, Malek, und ich ließ auch ihn herein. Wir warteten die Dunkelheit ab. Dann fingen wir an. Ich nahm die beiden Eimer mit den Pinseln, die ich vorbereitet hatte. Es war vorgesehen, dass einer die Pinsel eintauchte, ich ihm 2 Brote gab, er die Brote bestrich und ich sie zurücklegte, sodass niemand etwas merken konnte.
Wir arbeiteten zügig, mit voller Kraft und beschätzten, dass wir ungefähr schon 3000 Brote fertig hatten. Jeder SS-Mann würde ein Viertel Brot erhalten. Das heißt, vier Mann auf ein Brot, sodass es ungefähr 12.000 Betroffene geben musste. Plötzlich spürten wir, dass die Wachleute uns bemerkt hatten. Es war Vollmond und unsere Schatten hatten uns wohl verraten. Ich flüchtete schnell in mein Versteck und meine beiden Freunde sprangen aus dem Fenster und hauten auch ab. Nachdem die Wachleute nichts Verdächtiges finden können, nehmen sie an, dass es sich bei den Schatten um Diebe handelt, die geflüchtet sind. Sie ziehen wieder ab. Als der Tag anbricht, liegen somit 3000 vergiftete Brotlaibe in den Regalen, fertig zur Verteilung. Kurz vor Sonnenaufgang verließ ich das Werk und traf meine Freunde an einem zuvor vereinbarten Ort. Julek war da und ein Fahrer mit einem Taxi. Wir beschlossen, Richtung tschechische Grenze zu fahren. Sämtliche Gruppenmitglieder verlassen ihre jeweiligen Standorte. Ein Teil von ihnen kommt mit Hilfe der Fluchtorganisation der Haganah in Frankreich unter, in einer kleinen Ortschaft nahe Toulouse. Andere, unter ihnen die Männer aus Nürnberg, ziehen sich über die tschechische Grenze an einen vereinbarten Punkt zurück. Von dort gelangen sie über einen vorbereiteten Fluchtweg nach Italien. Das Gift von Nürnberg zeigt unterdessen Wirkung. Gefangene SS-Offiziere, die von dem Brot gegessen haben, werden mit schweren Vergiftungen von amerikanischen Sanitätsmannschaften in Krankenhäuser gebracht. Dort versucht man, die SS-Männer zu retten. Die Mitglieder der Gruppe erfahren davon aus den Zeitungen, die über den Vorfall im Lager berichten. Eines jedoch wissen sie bis heute nicht. Ob Plan B nur zu Erkrankungen oder auch zu Toten unter den Vergifteten führte. Kurze Zeit später erreicht die Gruppe in Frankreich eine Nachricht von Abba Koffner. Der ist mittlerweile in Palästina aus der Haft entlassen worden und fordert sie auf, sich gemeinsam zu Beratungen und zur Neuorganisation auf den Weg nach Palästina zu begeben. Auch die Brigade in Tarvisio verlässt nach mehreren Monaten Aufenthalt Italien und wird in Belgien stationiert. Vergeltungsaktionen finden hier kaum noch statt. 1946 wird die Brigade aufgelöst. Ihre Mitglieder kehren nach Palästina zurück, wo der Kampf um die Unabhängigkeit bereits begonnen hat. Auch jene Rächer, die auf eigene Faust und in den Reihen des sowjetischen Geheimdienstes gehandelt haben, verlassen nun Europa, um sich am Aufbau des entstehenden Staates Israel zu beteiligen. Die Zeit der Vergeltung scheint, wenn auch nicht beendet, so doch zumindest unterbrochen. 1946 erreichen letztlich auch alle Mitglieder der Rächergruppe auf illegalem Wege die Küste Palästinas. Sie alle kommen im Kibbutz Ein Haoresh unter, wo Koffner sie schon erwartet. Eigentlich, um neue Pläne zu machen. Doch mit der Zeit müssen die meisten von ihnen erkennen, dass es eine Rückkehr nach Europa wohl nicht mehr geben wird. Vielen der Kameraden fiel es schwer, nach Israel zu gehen. Sie hatten das Gefühl, ihre Pflicht nicht erfüllt zu haben. Und manche dachten sogar, Abba habe sie betrogen, indem er sie dazu brachte, nach Israel zu kommen. Aber ich bin heute davon überzeugt, wären wir damals nicht nach Israel gekommen, wir wären innerlich zerbrochen, zugrunde gegangen. Einige verlassen die Gruppe, um wieder nach Deutschland zurückzukehren. Doch sie werden dort keine Aktionen mehr durchführen. Und so verbindet alle ein Gefühl. Die Enttäuschung, ihr Vorhaben nicht zu Ende geführt zu haben, die Tatsache, es zumindest versucht zu haben, ist den meisten nur ein schwacher Trost. Es war ein Versuch, ein sehr bescheidener Versuch. Jetzt ist es vorbei, verloren, für die Geschichte ein verlorenes Kapitel. Jeder spürte zweifellos den Schmerz, nicht getan zu haben, was er tun wollte. Ohne Zweifel bis heute. Aber wir, die wir überlebt haben,
sind hier geblieben. Und unsere Begeisterung für dieses Land wuchs von Tag zu Tag. Und wir erkannten mehr und mehr, dass es noch eine andere, sehr viel schönere Welt gibt. Viele Mitglieder der Gruppe, die sich noch heute Recher nennen, spielten nach dem Krieg eine wichtige Rolle im Staate Israel. Aber Kofner wurde zu einem der wichtigsten Zeugen im Eichmann-Prozess. 1970 erhielt er den israelischen Literaturpreis. 1988 starb er 70-jährig, betrauert von einer ganzen Nation. Das war's für heute bei unserem Magazin. Vielen Dank fürs Zuschauen.